Pass auf den Gunfisch auf. Achtung. Die, die versuchen, ihn als Plattform zu benutzen, tun das auf ihre eigene, auf ihr eigenes Risiko. Okay. Moment, kann ich unter... Ja, ich kann unter Wasser den Booster benutzen. Sehr schön. Ah, ich brauche den Gunfisch gar nicht. Mistviecher. Stirb! Das ist ein Gunfisch. Der ist sehr böse. Moment, kann ich hier nicht mehr raus? Das wäre sehr schade. Okay, ich kann doch... Nein, ich kann nicht raus. Moment. Das wäre doch... Ich gehe da links raus. Das sieht besser aus. Der mich hört. Er schießt. Man kann aber auch auf ihn draufspringen anscheinend. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber halt sehr gefährlich, weil er gerne mal schießt. Ja. So, ich kann auf ihm stehen. Ja! Wow, aber er wendet sich direkt an mich. Auf mich zu. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Nein, ich darf nicht schießen. So. Libellen! Libellen! Noch mehr Gunfischs. Moment, muss ich draufstehen. Und eine Tür. Darauf steht kein Eingang und sie ist verschlossen. Na toll. Dann. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da rankommen? Da sind Stacheln. Okay. Dann, ich glaube, da muss ich später hin. Es gibt ja, wenn ich mich richtig erinnere, den Mimiker mit der Angel. Und der hat uns ja auch schon das Silberamulett hochgeholt. Und ich glaube, der befindet sich ja auch irgendwo hier, weil er ja auch vom Doktor entführt wurde. Und der kann uns das dann hochholen, hoffentlich. Was ist in dem Rohr? Ich will in das Rohr rein. Toll. Egal, was soll's. Gut, hier unten kommen wir nicht weiter. Dann will ich mal weiter nach oben gehen. Und ich werde jetzt nicht die Outer Wall wieder runterklettern und einmal zurück durch den Eckkorridor gehen, um hier den Pilz zu holen, denn da komme ich später sowieso nochmal hin. Also, ja, nicht sowieso, nicht unbedingt, aber ich kann da später nochmal hinkommen. Und dann kann ich Curlys Gedächtnis zurückholen. Hallo. Okay, du bist ein Feind. Alles klar. Komm schon. Ja, ich möchte es nochmal versuchen. Okay. Blabla. Soll ich mit dir nochmal reden? Ja. Nein, ich bin kein Killerroboter. Du kannst dich ruhig zurücklehnen. Ja, blabla. Ich will nur wissen, dass du ein Ingenieur bist. Mehr will ich nicht wissen. So, nochmal. Bla, Ito. Erforschung, Misery, diese Gestalt. Und jetzt hänge ich hier fest. Und ich habe Höhenangst. Und ja, genau. Das wollte ich wissen, dass du ein Ingenieur bist. Gut, gut. Dann gehen wir mal wieder auf die Plantation. Da oben war ja nur der Statuenraum, da will ich nicht nochmal hin. Wozu? Aber ich will nochmal hier unten hin, um mit der Cthulhu-Gestalt zu reden, damit sie mir erzählt, dass der Pilz die Erinnerung wiederherstellt. Denn anders kann ich ihn nicht aufsammeln. Ja. Bla. 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 Ja, es gibt einen speziellen Pilz und dieser Pilz, der verleiht dir ein Leben und der lässt dich wachsen auf doppelte Größe. Und wenn du dann noch eine Blume frisst, eine von den roten Blumen, dann kannst du Feuerbälle werfen. Ja, ja, genau. Genau wie Mario. Nein, eigentlich nicht. Aber egal. Hier unten ist eine Tür. Und ich kann da hin. Ja, ich kann da hin. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Was ist das Passwort? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das Passwort ist. Na toll. Gucken wir auf die Karte. Ja, okay. Hier, na toll, das sieht man gar nicht auf der Karte, doch hier so. Hier wollen wir hin, hier ist der Doktor. Das nehme ich schon mal vorweg. Aber da kommen wir nicht so einfach hin. Deswegen spiele ich einfach mal weiter. Und mal gucken, was wir hier auf der Plantation noch so finden. Diesmal lasse ich mich nicht von dir töten. Moment, Feuerball, das dürfte am effektivsten gegen dich sein, wenn du da unten bist. Und ausweichen. Wunderbar, der hält ziemlich viel aus, das ist nicht gut. Oh, Mimiga, hallo. Tum, 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 okay. Was bist du denn für ein Vieh? Du siehst aus wie ein Erbs auf zwei Beinen. Und du hältst ziemlich viel aus für so ein kleines Vieh. Sie reden nicht mit uns, na toll. Sagst du mir was? Hallo? Nein, sie reden alle nicht mit uns. Was soll das? Okay. Ich leite dich diesmal voll auf, damit ich den Typ mit einem Schlag töten kann, weil ich habe keine Lust, nochmal seinen Geschossen ausweichen zu müssen. Die sind irgendwie ein bisschen doof. Was als so... Ah, du bist noch auf Level 2, dich sollte ich vielleicht auch mal aufleveln. Ah, die Musik ist auch cool. Das ist das Lied, das auch im Hauptmenü spielt. Das gefällt mir. Das ist so das Main-Theme von Cave Story. Und da ist der Typ, da ist der Typ mit der Angel, hab ich doch gesagt. Oh, hey, haben wir uns nicht schon vorher getroffen? Ja, drüben in der Mimigadorf. In der Mimigadorf, ja, im Mimigadorf, meine ich natürlich. Jemand namens Misery hat mich genommen und mich hier hingebracht. Aber ich hasse Farming, also Landwirtschaft. Ich war gerade dabei, rauszugehen, um ein wenig zu fischen, um mal etwas Abwechslung zu kriegen.
Magst du es zu fischen? Naja, egal. Ich sehe dich dann später. Okay, mach's gut. So, was haben wir denn hier oben? Hallo. Schläft. Okay. Und du, kleines Mädchen, sagst uns auch nichts. Und du, alter Herr, auch nicht. Na toll. Wenn hier sonst niemand mit mir reden, du sagst auch nicht mit mir. Okay, was soll's. Ihr könnt mich alle mal gern haben. Dann gucken wir mal, was wir noch finden. Und bitte lass uns natürlich direkt treffen. Toll, ein Lebenspunkt noch. Sehr schön. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht treffen lasse. Du redest nicht mit uns. Aha. Du redest bestimmt auch nicht mit uns. Hier redet niemand mit uns. Ja. Friss meinen Whimsical Star. Ah, du redest mit uns. Ah, Mann. Diese Sprinkler sind nur... Ups, ich bin eigentlich nicht... Ich sollte eigentlich nicht mit Menschen reden. Na toll. Ja. Ach, das ist angenehm. Ich kann mich einfach zurücklehnen und meine Sterne die Arbeit machen lassen. Ja, dauert nur ein bisschen. Gut, ich mach weiter. Was habe ich? Rote Blumen. Rote Blumen. Nein. Libellen. Okay, ich guck erstmal, was hier noch rechts ist. Ich guck nochmal auf die Karte, nicht ins Inventar. Ja, da links oben ist was und da rechts guck ich mal. Nein, ich gehe erst hier links oben hin. Wow, so viele Libellen. Bleibt mir vom Leib. Ich weiß, dass ihr mich umbringen wollt. Genau wie alles andere auf dieser Insel. Ich habe nur noch ein Leben, deswegen lasst es. Ich warne euch, lasst es sein. Was haben wir denn hier drin? Ein Gefängnis. Hallo. Was, bist du ein Killerroboter? Bist du hier, um uns zu töten? Nein. Ja, geh mal weg. Ich will mit den anderen auch noch reden. Nein, ich bin kein Killerroboter. Mit dir habe ich schon geredet. Der dumme Doktor kann mich mal. Ja, das hat mich schon. Lass mich raus! Die Mimigas da draußen in den Feldern werden belogen. Der Doktor wird uns die Roboter bekämpfen lassen. Kennst du eine Sakamoto? Ja, kenne ich. Sie soll hier irgendwo, sich hier irgendwo verstecken in der Plantation. Ah, also nicht zu, oder? Vielleicht. Hier waren auch ein paar Menschen drin, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich frage mich, ob sie entkommen sind. Gute Frage. Dort ist ein Teleporter. Was wird das wohl bedeuten? Könnt ihr euch schon denken, wohin er führt? Hä? Die Destination, also das Ziel, ist unbekannt. Du willst dich trotzdem teleportieren? Ja, bitte. Ich bitte darum. Wohin kommen wir jetzt? Und? Ah, Überraschung. Es ist da, wo Kazuma war. Wir können uns aufladen, das ist sehr gut. Das ist unglaublich gut, ja. Kann ich auch wieder zurück? Bitte, lass mich zurück. Na gut, ich kann zurück. Aber vorher gehe ich doch noch mal kurz durch die Grasstown, denn das ist jetzt nämlich so weit. Grasstown ist ja jetzt nicht so lang. Vor allem mit dem Booster dürfte das relativ einfach sein, hier den Stacheln und so auszuweichen.